So, bei mir ist gerade 13 Uhr, aber da ich nicht weiß, wann Sie das gucke, sage ich sicherheitshalber guten Morgen, guten Abend oder für alle Sachsen-Anhalter Tachchen. Mein Name ist Tim Dornblüt, ich komme gebürtig aus der Altmark, habe dann mein Vikariat in Burg bei Magdeburg gemacht, bin jetzt im Entsendungsdienst und bin von zwei theologischen Grundwahrheiten überzeugt. Erstens, dass Kaffee der Beweis ist, dass Gott uns liebt. Und zweitens, dass das Schnabeltier der Beweis ist, dass er Humor hat. Damit bin ich jetzt Ihnen gegenüber meinem Bildungsauftrag schon nachgekommen. Den habe ich auch sonst. Ich bin zu 75% in Magdeburg mit der Kreisschulpfarrstelle am Norbertus-Gymnasium. Das macht mich besonders glücklich und dankbar, weil mir Ökumene sehr wichtig ist und weil ich mich dafür einsetzen möchte, dass die ökumenische Zusammenarbeit noch besser wird. Und natürlich auch, das haben Sie schon gemerkt, weil mir der Bildungsauftrag von Kirche und Schule sehr am Herzen liegt. Und zu 25% bin ich in St. Pritius und Emanuel mit Pfarrdiensten eingesetzt und Sie haben mich auch in Trinitatis schon gesehen, wenn Sie von dort kommen. In der Gemeindearbeit ist mir vor allen Dingen wichtig, neue und frische Formen für die Verkündigung zu finden, zum Beispiel fiktive Geschichten darüber, was passieren würde, wenn man mit Jesus, Martin Luther und Maria Magdalena eine Campingtour machen würde. Und ganz allgemein ist mir wichtig, dass man das dafür beizutragen, dass das Fröhliche und das Leichte am Glauben wieder mehr erfahrbar wird. Ohne das Schwere zu ignorieren, aber bei allem Schweren ist Glaube für mich vor allen Dingen eines: unglaublich schön. Von meiner Landeskirche wünsche ich mir, dass sie das, was sie tun kann, auch tut, damit ihre Arbeiterinnen und Arbeiter im Weinberg, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Hauptamtlichen, damit die weiterhin fröhlich genug bleiben, um auch die frohe Botschaft zu verkündigen. Soweit von mir in diesem Sinne. Machen Sie es gut, bleiben Sie zuversichtlich. Probleme sind auch nur dornige Chancen oder wie es in einem Psalmwort heißt, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Nehmen Sie das nur nicht allzu wörtlich. Manchmal kann man ja auch einfach durchs Gartentor gehen. Bis bald.